Herzlich willkommen zu Next Part meines Destiny 2 Lightfall Let's Plays. In diesem Part werden wir mit dem Solstice Event anfangen und dafür geht es ab erstmal zu Eva Lavante. Fröhliche Sonnenwende, Hüter. Eva begrüßt dich mit einem strahlenden Lächeln und deutet auf den prunkvoll geschmückten Hof. Ich bin so froh, den Turm so lebendig zu sehen. Bei all den Dingen, die wir verloren haben, sollten wir nicht vergessen, wie viel Hoffnung und Schönheit uns umgibt. Sie faltet die Hände und schenkt dir ein gütiges Lächeln. Kennst du die Legende vom Phönix? Dieser Vögel aus den Märchen der Zeit vor dem goldenen Zeitalter würde im eigenen Feuer vergehen, um dann aus seiner eigenen Asche erneut zum Leben zu erwachen. Das ist der Geist der Sonnenwende. Mit diesen Worten nimmt Eva ein gut verstörtes Päckchen von dich, nimmt sich und reicht es dir. Möge dieses Geschenk dich daran erinnern, dass du genau wie der Phönix aus der Asche eine strahlende Zukunft erschaffen wirst. Und nun feiere die Dinge, die das Leben für dich bereithält. Na, das ging schnell. Sonnenwendefeier. Na, komm, nehmen wir die erstmal mit. Schade einfach mal nicht, alles Mögliche da zu holen. Okay. Und dann wird der ganze Spaß jetzt erstmal ausgerüstet. Das macht halt, ach, so extrem seelenlos, dieses Event. Dass man halt eben gar nicht mehr diese Rüstung da erfahren muss, sondern einfach nur sich zu upgraden muss. Fangen wir an. Ja. Du siehst toll aus, Hüter, wo wir gerade davon reden. Eva streckt die Hand aus und du siehst ein Bündel aus Zweigen, die silbrig in der Sonne leuchten. Sind die nicht wundervoll? Zweige dieser Art wurden überall im Sonnensystem gesehen. Ich glaube, sie sind, wie sagt man gleich, parakausal? Ja, so hat Rahul sie genannt. Sie lächelt und zeigt dir die Zweige. Der 14. Heilige und Saladin wollten zur Feier der Sonnenwende ein Leuchtfeuer machen. Weil ein solches Feuer im Innern des Turms zu gefährlich wäre, hat Ikora die europäische Luftzone dafür vorbereitet. Könntest du ihnen für das Feuer ein paar von diesen Zweigen bringen? Eva schaut dich an und als sie dir die Zweige gibt, zwinkert sie dir zu. Und sei da oben bitte vorsichtig, ja? Mein Gott. Also dann ab in die europäische Luftzone. Also gut, dann geht's mal wieder da dran. Ich habe Valus Forge beredet, von seinem schicken Kabalschiff. Jo, alter Opa. Kaiserin Keitel hat mir gestattet, teilzunehmen. Aha. Gemeinsam bauen wir eine strahlende Zukunft auf. Entzünde das Leuchtfeuer. Ja, dafür sind wir hier. Und außerdem, hier spinnt gerade das Spiel ein bisschen rum. Da merkt man mal, wie das Event hier abgeht. Ich meine, allein da hat es wieder so lange gedauert, als würde ich mich für eine Erweiterung einloggen, bis ich hier mal reinkommen bin. Also das ist schon mal wild. Ja. Ja, okay, das war nicht so geplant. Allgemein, die Leuchtfeuerparty hier wird auf jeden Fall mal deutlich häufiger vorkommen. Genauso wie ich mal irgendwie aufhören sollte, komisch rumzustottern. Ah gut, passiert halt mal. Dann war es das auch mit den kleinen Viechern. Und da kommt auch schon der erste Kollege, den wir das Chaos machen werden. Ah, ja. Komm her. Jo. Gut, das dürfte passen. Hallo, nimm. Und das da meiner verpasst, glaube ich. Also zumindest einen nicht halt mitgenommen. Da drüben war doch einer oder nicht. Ja. Ferne Feuer. Ne, doch nicht. Dann ist er hier unten. Auch gut. Hä? Hier ist doch gar keiner mehr. Ich verstehe das, Männer. So. Noch die schnell mitgenommen und die ganze Gruppe wäre es auch weg. Das ist halt die Frage, wo zur Hölle tauchen die? Genau jetzt taucht der hier auf oder was? Und dann geht's ab weiter. Geht das hoch genug? Scheint so. Und den kriege ich nicht mehr, ne? Ja. Wir müssen halt koordinierter zusammenarbeiten, dass man wirklich effektiv die Dinger mitnehmen kann. Ich bin also, da muss halt jeder mindestens einen bekommen. Sonst schafft was er nicht mal alle drei mitzunehmen.
So oder so geht's dann auf jeden Fall mal an den nächsten Kollegen. Falls aber von hier aus der Lang hinkommt. Ja gut, jetzt habe ich mich selbst so komplett gegen den Sack gemacht. Oh, okay, das geht auch. Und dann mal den nächsten Kollegen. Na, ich will mal, dass der gerade noch funktioniert. Perfekt. So muss das. Einfach geworfen, reingeballert und fertig. Und da mal einen Hit im neunten Zünder. Dann kann man es auch gerade an den nächsten Kollegen machen, der hier schon aufgetaucht ist. Und dann geht's an die nächsten Zünder. Na, okay. Und hab rein das Ding. Wenn sonst nichts weiter ist. Ich meine, diese kleinen Gestalten sind eigentlich auch relativ irrelevant. Ich meine, ja. So problemlos kann man sich hier auf. Ja, aber das war nicht so geplant, aber das geht auch. Und jetzt gleich habe ich die Feuer hier weg. Der andere Typ dürfte sich ja schon um die andere gekümmert haben, hoffentlich mal. Ja, okay. Hauptsache ist, wo komplett daneben schießen. Das ist ja auch noch so eine von den Dingern. Na doch nicht. Und jetzt gibt mir die schwere Muni. Ja. Die neuen Techniken des Eliminierens. Die im Endeffekt immer aufs Gleiche rauslaufen. So. Ist hier noch zu einer von den Typen oder. Ne, ne. Hä? Wer soll denn auftauchen oder was? Ja gut, dann kriegt er halt erstmal ein Ende auf die Fresse. Ja gut, jetzt kommt er. Und jetzt gibt mir die Zünder. Okay. Hat jetzt gerade irgendeiner von den beiden getroffen? Ja, der zweite, okay. Und dann geht's an die nächste Reihe. Ach komm, nee, doch nicht. Okay, das heißt. Aber ist jetzt halt die Frage, schaffen wir es über 20? Wahrscheinlich wären wir sogar schon darüber, wenn wir halt eben alle reingedankt hätten. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hätten ein paar weniger, als wir es eigentlich haben können. Na gut. Das ist dann halt so. Okay, da ist noch ein paar. Gut, die habe ich hier wahrscheinlich wieder, bevor der Boss auftaucht. Die Dinger dauern ja gar nicht mal so lange, wenn man es mal so sieht. Ja, okay. Gerade im falschen Moment geht die mir aus, oder was? Dann machen wir es halt so weiter. Ja gut, das war gerade maximal verschwindet. So. Und das war's mit den nächsten drei. Und kriege ich doch den letzten, aber da hatten ja schon die beiden. Na gut, da war 19. So. Das heißt, dann können wir uns gerade mal die nächsten paar machen. Und dann geht's hier in Richtung Bosskampf. Okay. Ja. War glaube ich gerade mal komplett sinnlos. Ich bin da eben ein paar Sekunden respawned wäre, dann hätte ich eigentlich gar nicht resen müssen. Na gut, da komme ich eh nicht mehr rechtzeitig hin. Also geht's auf die Kollegen hier drüben. Und danach geht's an den nächsten Teil hier. Ja, also über 20 werden wir wahrscheinlich nur gerade so bekommen. In dem Zeitraum schaffen wir es gerade noch so darüber und dann können wir uns halt eben den Besessenen entledigen. Dann geht's an den nächsten Teil von dem ganzen Spaß und dann halt eben an den Rest der Opening Quest. Was soll das? Ist das hier so ein Hochboosting? Ja, ne? Perfekt. Okay. Und da hat man den nächsten Crash and Burn. So. Oder doch nicht? Das geht doch noch ein bisschen schneller als gedacht. Also kann man es vielleicht noch dran machen, auf 24 hochzukommen, falls es geht.
Ich habe halt keine Ahnung, was Schuld damit ist, was man hier so reinmachen kann. Aber das sehen wir ja gleich. Also zumindest, was wir in dem Run bekommen können. Ja, komm, ne. Hier gibt's Entkommen. Kein Entkommen. Da voll Sinn machen zu sagen, hier ist, hier gibt es ein Entkommen. So. Da hat man den. Und ab auf den aufs Bonfire. Na gut. Dann schätzen wir 22 mit der Final Count, außer da schafft es jemand noch so nichts raus, nur um ein paar reinzuballern. Oder 23. Komm. Wo kam der gerade überhaupt her? Ja gut. Und jetzt gleich geht's an den letzten Teil von dem ganzen Spaß. Sie versuchen es mit allem, was sie haben. Es ja, das merkt man voll. Kein Feuer brennt heißer. Bringt es zu Ende. Nichts lieber als das. Also ab auf den Hitzetrinker. Gut, der wird wahrscheinlich. Super wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel gegen den machen. Okay, geht doch. Das hat gerade irgendwie ein bisschen verzögert, bis ich da losfahren konnte gerade. Also, ja. Das Ding wird auch absolut geschmolzen. Und vor allem ist das ja nicht mal das Beste, was man eigentlich so machen kann gegen den. Also zumindest würde ich mal warten, gibt es Bits, die noch deutlich mehr reinhauen. So. Einfach drauf weiter. Das ist halt krass an dem Ding da. Den kann man halt praktisch komplett durchfeuern. Das ist ja nicht mehr der Godball. Also zumindest ist halt nicht die beste Variante, die ich habe. Ja. Leuchtfeuerlauf. Kann uns das morgen überraschen. Möge die Sonnenwende uns allen als Erinnerung dafür dienen. Ja, kommt, der wird es besser aussehen. Einfach objektiv gesehen. Das ist halt so das Endergebnis. Also ich habe den zweitmeisten Kills. Und einen Tod. Und damit geht's ab zur Überlabante. Schauen wir mal. Hat dir das Leuchtfeuer gefallen, Hüter? Eber lauscht deinen Berichten, Bericht von deinem Abenteuer in der ELZ. Und wie die Silberzweige sich in Silberasche verwandelten, nachdem du sie ins Feuer geworfen hast. Wie schön, bemerkt sie lächelnd. Wenn die Flammen erloschen sind, wird uns die Asche, der sie hinterlassen, neue Hoffnung für die Zukunft bringen. Eber atmet tief ein und blickt auf das Grün, das euch umgibt. Der Geist der Sonnenwende liegt in der Luft und wir alle freuen uns auf ein wohlverdientes Fest. Beim Organisieren der Feierlichkeiten könnte ich Hilfe gebrauchen und habe schon eine Liste von Aufgaben erstellt. Möchtest du sie dir anschauen? So, hätten wir das auch alles und dann gibt es halt hier die Herausforderung. Ganze Standardzeug halt. Aber ja, gut, warte, was? Was kriegt die Glut? Ich würde sagen, das Ding hier. Es gibt noch so viel zu tun. Wenn das Moladen will, jedenfalls. Dann machen wir hier mal das Ding drin. So, und jetzt? Ach so. War irgendwie nichts. Ja, okay, auch egal. Dann nochmal. Es gibt so viel zu tun. Eva begrüße ich mit einem fröhlichen Lächeln. Was für eine wunderbare Verwendung der Silberasche. Wie deine Rüstung durch sie in der Sonne leuchtet. Du bist ein Licht der Hoffnung für die ganze Welt. Sie nimmt ein Bündel Silberzweige vom Tisch und reicht sie dir. Der 14. Heilige und Saladin suchen ständig noch Zweige für ein neues Leuchtfeuer. Bitte bring ihnen diese Zweige und grüße sie von mir. Und bringe ihnen auch alle Zweige, die du auf deinen Abenteuern findest. Je mehr Zweige du ihnen bringst, desto mehr Silberasche wird das Feuer hervorbringen.
Ich bin gespannt, wie du aussehen wirst, wenn deine Rüstung so hell leuchtet wie irgend möglich. Ja, das Dorn nehmen wir auch noch gerade mit. Hüter in glänzender Rüstung. Eva schaut sich kurz deine Rüstung an. Wie ich sehe, strahlt die Glut deiner Rüstung mit neuer Kraft. Wie ein kleines Flammenzüglein, das wachsen möchte. Vielleicht können wir mit etwas Brennmaterial und Silberasche vom Leuchtfeuer nachhelfen. Aber damit geht's dann auf jeden Fall mal im nächsten Part weiter. Viel Glück. Dann würde ich dann erstmal sagen, war's das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.